70-jährigen Tradition steht die Pferdenauktion dafür, qualitätsvolle Pferde der hannoverschen Züchter zu selektieren und diese hoffnungsvollen Nachwuchspferde auf dem Parkett der Niedersachsenhalle zu präsentieren. Diesen Marktplatz nutzen neben Olympiareitern auch Amateurreiter des lokalen Spitzensports sowie Freizeitreiter gerne. Über das komplette Jahr locken verschiedene Auktionen Interessierte in die Niedersachsenhalle in Pferden oder vor die Bildschirme, um sich die Auktionspferde während der Präsentationen genauer ansehen zu können. Reitpferdeauktionen finden in den Monaten Januar, April, Juli, Oktober und November statt. Ein besonderes Highlight ist die Elite-Auktion im Oktober, die als On-Live, also sowohl online als auch live vor Ort durchgeführt wird. Traditionsgemäß findet am Abend vor der Auktion der Pferdener Galaabend statt. Zu diesem Anlass wird die Kollektion in besonderen Schaubildern oder im Spotlight vorgestellt. Diese einzigartige Atmosphäre ist immer ein Besuch wert. Die Auswahlreise für die Pferdener Auktion geht ungefähr 2 Wochen lang. In diesem Zeitraum schauen wir uns potenzielle Auktionskandidaten unter dem Reiter an, für Dressur und für die Springsparte. Und das Ganze endet im Schlusstermin hier in Pferden und in dieser Zeit wählen wir aus und wenn es alles gut läuft, erhält das Pferd die positive Auktionszulassung. Klassischerweise verkaufen wir auf der Auktion Dressur- und Springbetont gezogene Pferde im Alter zwischen 3 und 6 Jahren. Es kann immer auch mal vorkommen, dass wir ein etwas älteres, weiter ausgebildetes Pferd mit in der Kollektion haben, aber der Fokus liegt auf den jungen Nachwuchspferden für beide Sparten. Zusätzlich zu den Dressur- und Springpferden haben wir auch immer mal doppelt veranlagte Pferde bei uns in der Kollektion oder es ist auch bei den Dressur- oder auch bei den Springpferden mal ein Hunter dabei. Da gilt es dann immer, im Kontakt mit uns zu bleiben und herauszufinden, für was diese Auktionskandidaten geeignet sind. Die Auktionskollektion ist dann wenige Wochen nach dem Fotovideotermin online auf pferdener-auktion-online.com einsehbar. Und dort sind dann schon alle Informationen zusammengefasst, vom Namen, Pedigree, Alter, Mutterstamm bis hin zu den Videoaufnahmen. Ein kurzer E-Mail-Kontakt oder ein Telefonat helfen häufig, einmal abzustecken, was man eigentlich persönlich sucht, hinsichtlich Farbe, Größe, Alter, Geschlecht und natürlich auch den Anforderungen, soll es wirklich das Spitzensportpferd sein oder der Partner für den Amateur. Und da sind wir dann behilflich, im Vorfeld schon zu selektieren, welche Pferde für Sie in Frage kommen und welche dann voraussichtlich auch in dem Preisrahmen bleiben werden, den Sie sich ungefähr gesteckt haben. Nach dem Foto- und Videotermin geht es für die Pferde erst einmal wieder in ihre heimischen Ställe, bis sie erneut die Boxen unweit der Niedersachsenhalle beziehen. Während der 2-wöchigen Trainingszeit werden die Pferde durch ihre Reiter- und Pflegerteams betreut. Die individuellen Bedürfnisse der Pferde können so berücksichtigt werden. Durch einen engen Austausch zwischen Reitern, Pflegern, Tierärzten und Kundenberatern werden die Trainings- und Ausprobierzeiten der Pferde stetig angepasst. Selbstverständlich ist während der Auktionszeit stehen die Türen in Pferden offen. Das heißt, Sie können jederzeit auch im Rahmen des Trainings vorbeikommen. Das geht auch ganz spontan. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gestalten, ist es immer einfacher, wenn Sie sich vorher einmal bei uns anmelden. Dann kann man auch mal sagen, man legt ein bestimmtes Pferd zu einer bestimmten Uhrzeit oder kann auch im Vorfeld vielleicht schon mal sagen, an diesem Tag haben sich da schon andere angemeldet, das wird fürs Pferd zu viel. Wir schieben das auf einen anderen Tag, weil natürlich auch da müssen wir darauf achten, dass die Pferde hier nicht überlastet werden und gut durch die Auktionszeit kommen, sodass sie dann nach dem Kauf auch ein arbeitsbereites und arbeitswilliges Sportpferd mit nach Hause nehmen können. Ich betreue die Auktionspferde während der Auktion gesundheitlich und ich betreue Sie auch als Kunde mit Informationen zu den Röntgenbildern und dem Gesundheitsstatus der Pferde. Alle unsere Auktionspferde sind ja bereits tierärztlich untersucht, das heißt von uns schon befundet als sporttauglich. Während der Auktion haben wir immer die Möglichkeit, dass wir auch noch Röntgenbilder nachmachen. Außerhalb unseres 14-Bilder-Standard-Satzes können Sie Bilder in Auftrag geben, sodass wir auch noch Hals und Rücken zusätzlich röntgen können. Ganz egal, in welchem Beat-Format wir uns befinden, ob online, on-live oder Live-Auktion, gibt es immer auch die Möglichkeit des telefonischen Bietens im Rahmen der Auktion. Das heißt, Sie werden im Beat-Vorgang durch einen unserer Kundenberater am Telefon betreut.
Und dafür müssen Sie lediglich einen Bietauftrag ausfüllen. Den bekommen Sie bei uns auf der Homepage oder auch im direkten Gespräch durch uns dann zugeschickt oder ausgehändigt. Und dann rufen wir Sie in dem Moment an, wenn Ihr Pferd oder Ihr potenzielles neues Pferd in die Versteigerung geht, um Sie im Kauf zu unterstützen. Im besten Fall sind Sie natürlich im Anschluss an die Pferdener Auktion ein glücklicher neuer Pferdebesitzer. Und jetzt haben Sie natürlich verschiedene Möglichkeiten, Ihr Pferd dann hier abzuholen. Das geht sofort nach Bezahlung hier live auch am Auktionstag. Das geht aber auch in der darauffolgenden Woche oder zu einem späteren Zeitpunkt. Wichtig ist immer, dass die Zahlung des Pferdes im Vorfeld der Abholung gewährleistet sein muss. Im Anschluss, gerade wenn Sie von weiter her kommen, unterstützen wir Sie gerne auch dabei, einen Transport zu organisieren. Da haben wir entsprechend Ansprechpartner im Haus, die Sie dort bestmöglich unterstützen. Neben den Reitpferdeauktionen finden noch weitere Auktionen statt. Dazu gehören auch der live stattfindende Hengstmarkt der Dressurpferde im November sowie der Hengstmarkt der Springpferde im Dezember. Hier haben schon oft junge Nachwuchstalente den ersten Schritt in eine hoffnungsvolle Karriere gestartet. Ergänzend dazu finden sich eine Auswahl an ungerittenen Youngstern auch in den Auktionen im Oktober und November wieder. Der Pferdener Fohlenfrühling bietet den Stars von morgen eine Bühne. Von April bis Juni werden Fohlen im zweiwöchigen Rhythmus online versteigert. Im August findet dann traditionsgemäß die große Fohlen- und Zuchtstutenauktion statt. Im September und während der Elite-Auktion im Oktober besteht dann noch zusätzlich die Möglichkeit, sich junge Nachwuchshoffnungen zu sichern. Musik